Wir kommen nun endgültig ans Ende des Lukas-Evangeliums. Heute die vorletzte Predigt und Christi Himmelfahrt wird ein Gastprediger Ertan Cevic dann Kapitel 24 abschließen, weil es da ja auch um die Himmelfahrt Jesu geht. Das passt ganz gut. Und dann haben wir in 4,5 Jahren Lukas komplett durch, immer mal wieder in verschiedenen Sequenzen. Und ich hoffe, dass euch das gut getan hat, dass wir auch mal so ein großes Buch gemeinsam und auch ziemlich stückeweise betrachten und auch Dinge für uns daraus ziehen. Nächste Woche ist Rudi wieder da, so hoffe ich zumindest, und er wird dann mit euch eine neue Predigtreihe beginnen zum Thema über den Heiligen Geist. Soweit schon mal als Vorschau dazu. Ich habe euch ein paar Dinge mitgebracht, die ihr wahrscheinlich auch alle aus eurem Haushalt kennt. Ein Gegenstand, den man ganz gut gebrauchen kann, wenn man zum Beispiel eine Dose öffnen will. Ein Dosenöffner. Was habe ich noch dabei? Mal schauen. Ja, das wird, glaube ich, heute kaum noch benutzt, aber manche, die heute noch Briefe bekommen, das meiste sind ja heute Werbepost oder Rechnungen, ein Brieföffner. Wobei, den kann man auch ganz gut mit den eigenen Fingern öffnen. Oder ein Flaschenöffner. Also wir haben ganz viele Gegenstände, man könnte es noch einen Schlüssel nehmen, den man eben für die verschiedenen Türen braucht, um eben das Leben zu vereinfachen und eben auch die Möglichkeiten haben, Dinge, die verschlossen sind, zu öffnen. Aber wie öffnet man ein Herz? Wie öffnet man die eigenen Augen und Ohren? Klar, man kann morgens aufstehen und die Augen aufmachen, aber sind sie dann wirklich schon offen, zum Beispiel für Gottes Wahrheiten? Dafür sind wir auch heute Morgen hier, um uns wieder neu, hoffe ich zumindest, Augen, Ohren und Herz öffnen zu lassen. Und das hat dann weniger mit diesen Gegenständen zu tun, aber dafür umso mehr mit diesem. Das ist der wichtigste Gegenstand, den Gott heutzutage gebraucht, um genau das zu tun. Unsere Augen zu öffnen, unsere Ohren, aber eben auch vor allen Dingen unser Herz. Und darum soll es heute gehen. Wir begegnen noch einmal dem auferstandenen König und er öffnet uns Augen, Ohren und Herzen für seine lebendige Gegenwart. Hier tut sich nichts bei mir. Jetzt. Dankeschön. Und wer eine Bibel dabei hat, das wäre ganz gut. Gleich die nächste Folie. Das war eine zu weit. So, da habt ihr den Text, Lukas 24, die Verse 13 bis 35 und ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Und siehe, zwei von ihnen, von den Jüngern, gingen am selben Tag in ein Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und sich miteinander besprachen, dass Jesus selbst sich näherte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber, mit Namen Kleopas, antwortete und sprach: Bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht erfahren hat, was in ihr geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Und wie die hohen Priester ihn und unsere Obersten zur Verurteilung zum Tod überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle.
Doch auch bei all dem ist dies heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns außer uns gebracht. Am frühen Morgen sind sie bei der Gruft gewesen und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen sie und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagen, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten, ihn aber sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen und trägen Herzens, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn selbst betraf. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen, und er stellte sich, als wolle er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, dass er das Brot nahm und segnete. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn. Und er wurde ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg zu uns redete und als er uns die Schriften öffnete? Und sie standen zu derselben Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die Elf und die, die mit ihnen waren, versammelt, welche sagten, der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war an dem Brechen des Brotes. Soweit Gottes Wort für heute Morgen, möge er uns die Augen öffnen für die Wunder an seinem Gesetz. Heute habe ich nur zwei Punkte. Einmal Jünger Jesu und doch blind und taub für Gottes Wirklichkeit. Die Verse 13 bis 24. Das sind also zwei der Jünger, einer mit Namen genannt hier, Kleopas, am Auferstehungstag noch auf dem Weg nach Hause, nach Emmaus, circa 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. Aber im Grunde genommen gingen sie in die falsche Richtung. Weg von der Gemeinschaft, weg von ihren Träumen, weg von ihrer Hoffnung, weg von dem, was sich der Schrift nach doch eigentlich ereignen sollte. Und es scheint eine aufgeregte Diskussionsrunde zu sein. Innerlich noch ganz aufgewühlt, unterhielten sie sich die ganze Zeit über die vergangenen Ereignisse, die Kreuzigung und die Grablegung ihres Herrn. Sie waren traurig, so kann man sie sich, glaube ich, vorstellen, enttäuscht, weil sie dachten, es sei nun alles vorbei. Sie hatten tatsächlich etwas anderes erwartet, innerlich in der falschen Richtung unterwegs. Wie ist das bei uns? Kann uns das nicht auch passieren, dass wir in Bezug auf Jesus so unsere ganz eigenen Vorstellungen haben und diese in den Mittelpunkt unseres Denkens stellen, die sich aber dann eben nicht so erfüllen, wie wir uns das hoffen? Ich weiß nicht, mit welcher Erwartung, mit welcher inneren Haltung und Einstellung du heute zum Gottesdienst gekommen bist. Vielleicht auch ein wenig traurig oder enttäuscht, weil deine Hoffnungen in einem bestimmten Teil deines Lebens scheinbar auch enttäuscht wurden. Und dir kann sich jeder selber fragen, wie das bei ihm momentan aussieht. Doch nochmal zurück zu den beiden Jüngern. Plötzlich gesellt sich eine dritte Person zu ihnen, ein Fremder. Wir wissen von Lukas, es ist Jesus, ihr Herr, aber sie erkennen ihn nicht. Sie sind mit geistlicher Blindheit
geschlagen. Ihre Not, Trauer und Enttäuschung nehmen ihr Denken komplett gefangen. Sie rechneten nicht mit Jesu Auferstehung und seiner Gegenwart. Und ich glaube, da gleichen wir ihnen schon sehr. Ich glaube, dass wir zwar theologisch und vom Kopf her das Glauben und dem Vertrauen, dass Jesus auferstanden ist, aber wie oft geschieht es in unserem Alltag, dass wir nicht davon überzeugt sind, dass er in seiner Gegenwart real anwesend ist. Dass seine Gnade auch jetzt in diesem Augenblick meiner herausfordernden Situation die gleiche ist und die gleiche Kraft hat wie an anderen Tagen, wo wir vielleicht ja, geistliche Hochs erleben und sehr erfüllt sind von dem Wissen um seine Gegenwart. Die Umstände dürfen doch nicht bestimmen, ob Jesus gegenwärtig ist oder nicht. Weißt du, Jesus interessiert sich für dich. So wie du unterwegs bist, mit all den Zweifeln, Fragen, Ängsten, mit all den Enttäuschungen, mit den zerplatzten Träumen, mit all den Dingen, die du dir anders vorgestellt hast. Und da hinein möchte er dir begegnen. Und auch hier merken wir, dass Jesus sich für die Unterhaltung der beiden interessiert. Und er fragt, worüber erzählt ihr? Und sie verstehen das nicht. Sie verstehen nicht, dass er scheinbar der Einzige ist, der auch aus Jerusalem kommend nicht weiß, was sich dort zugetragen hat. Das war doch Stadtgespräch. Wie kann einer Person das entgangen sein? Und so berichten sie kurz. Und der Kleopas ist eben der Erzähler. Und er erzählt von Jesus, dem Propheten, von Gott gesandt, schreibt die Hoffnung für alle. Mächtig in Wort und Werk. Da werden wir an all die Wunder erinnert, die Jesus getan hat und dass die Menschen erstaunt waren über die Vollmacht, mit der er gepredigt und gelehrt hat. Eine ganz andere Vollmacht als die geistliche Führerschaft in Israel. Und dann spricht Kleopas von der Hoffnung auf Erlösung. Wir aber hofften. Ja, sie haben bestimmte Hoffnungen mit Jesus verknüpft, aber vielleicht doch auf einer anderen Ebene. Ja, und dann zerbrechen diese Hoffnungen am Kreuz. Er wurde gekreuzigt, berichtet Kleopas. Und dann, das ist schon mal gut zu wissen, unterschlägt er nicht die Berichte der Frauen, die von seiner angeblichen Auferstehung erzählt haben. Engel sollen ihnen erschienen sein. Und einige Jünger haben das nachgeprüft und haben zumindest das leere Grab bestätigt vorgefunden. Also die Texte, die faszinieren mich jedes Mal aufs Neue. Hoffnungslosigkeit trotz schönster und größter Verheißungen. Und ich erkenne mich da wieder. Der ich ja schon von Berufswegen als Pastor mit diesem Wort doch eigentlich sehr verbunden sein müsste. Und immer wieder neu begeistert über Texte nachlese, von denen ich weiß, dass ich sie für mich in Anspruch nehmen kann. Und dann laufen Dinge in meinem Leben nicht so rund, nicht so, wie ich das vielleicht geplant habe, mir vorgestellt, mir gewünscht habe. Und dann sind die ruckzuck verschüttet. Dann bleibt nicht mehr viel von diesen Gnadenverheißungen der Gegenwart Gottes, von seiner Kraft, die auch ich in Anspruch nehmen kann, um mit Herausforderungen fertig zu werden. Und ich nehme mal an, dass es dem einen oder anderen von euch ähnlich geht. Das sind die schönsten und größten Verheißungen der Liebe, der Barmherzigkeit, der Gnade, der Vergebungsbereitschaft Gottes. Und wir nehmen sie in unserem Alltag oft gar nicht so in Empfang, füllen sie nicht mit Leben,
wie Jesus das eigentlich uns wünschen würde. Auch sie schenken den Berichten über die Auferstehung keinen Glauben. Deshalb waren sie blind und taub für die Wirklichkeit Gottes und gehen mit hängenden Köpfen wie Verlierer ihres Weges. Wie schnell vergessen eben auch wir Gottes tägliche Fürsorge und denken, dass die schwierigen Wegführungen, da wo unser Leben eben plötzlich mal nicht so rund läuft, von seiner Strafe oder zumindest doch von Gottes Abwesenheit und seiner mangelnden Liebe uns gegenüber zeugen. Und nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt. Nichts. Gerade in diesen Situationen, wo deine Träume zerplatzen, wo du meinst, vor dem Nichts zu stehen, wo du nicht weißt, wie du finanziell über die Runden kommen sollst in der nächsten Zeit, wo du plötzlich mit Krankheit konfrontiert bist, die sich in die Länge zieht, wo du plötzlich um Menschen trauern musst, die unerwartet aus deiner Mitte gerissen werden, wo du vielleicht selber in Sünde zurückfällst und dir selber nicht vergeben kannst. Gerade diese Zeiten ist Jesus in besonderer Weise nah. Und gerade diese Schwierigkeiten und Herausforderungen sind seine Werkzeuge, um an dir und deinem Herzen zu arbeiten. Ich glaube, im Nachhinein erkennen wir das hin und wieder, dass diese notvollen Zeiten oft die Zeiten waren, wo wir unseren Glauben ein Stück weit mehr wieder verwurzeln konnten. Wo wir seine Gegenwart im Nachhinein zumindest realer verspürt haben als in all den Hochzeiten, wo alles rund läuft und die Gefahr ja so leicht besteht, wir brauchen Gott ja eigentlich nicht. Es läuft ja auch so alles. Jesus ist auferstanden. Er lebt und er ist mit uns unterwegs. Daran sollten wir immer wieder aufs Neue festhalten. Und dann ein zweiter Gedanke. Jesus öffnet Ohren, Augen und Herz. Die Verse 25 bis 35. Genau in dieser hoffnungslosen Situation, bei diesen zwei Personen mit den hängenden Köpfen, ergreift Jesus nun die Initiative und öffnet ihnen Ohren, Augen und Herz für seine lebendige Gegenwart. Schauen wir uns mal die einzelnen Punkte an, die Ohren. Es kommt nun zu einer, und da wäre ich sehr gerne dabei gewesen, zu einer außergewöhnlichen Bibelstunde auf dem Weg nach Emmaus. Und das ohne Texte. Also Jesus hat jetzt nicht seine Elberfelder rausgeholt oder so, der war sowieso bibelfest im Alten Testament, aber auch die werden keine Schriften dabei gehabt haben. Aber ihre Unverständlichkeit, eine Übersetzung fand ich ganz interessant, ihr langsames Herz, ihr Unglaube bzw. Kleinglaube, das war ja ihr eigentliches Problem. Und Jesus sagt ihnen auch, warum glaubt ihr nicht den Aussagen von Mose und den Propheten? Warum macht ihr das nicht? Und systematisch legt er ihnen das Alte Testament aus und jetzt wird spannend und deutet es auf ihn hin. Er deutet es christologisch und genau so sollten wir das Alte Testament auch lesen. Auf Jesus hin. Ich habe euch dazu noch einen Text mitgebracht, den wir im zweiten Abschnitt von Kapitel 24 dann ausgelegt bekommen an Christi Himmelfahrt, aber der passt ganz gut zu heute. Da begegnet er dann später der gesamten Jüngerschaft
Und dann spricht er zu ihnen: Dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war. Dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht und wo, nicht im Neuen Testament, das gab es nämlich zu der Zeit noch nicht, im Gesetz Moses und in den Propheten und Psalmen. Dort steht über Christus geschrieben. In der Tora, in den Propheten, in den Schriften. Und dann öffnete er ihnen den Sinn dafür, die Schriften zu verstehen und sprach zu ihnen: So steht geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Und auch hier, er spricht hier aus, was über ihn gesagt wird oder was ihn selbst betraf aus diesen alttestamentlichen Schriften. Jesus unterrichtet sie und öffnet ihnen somit ihre Augen für das Evangelium. Nichts anderes hat später Philippus getan bei dem Kämmerer aus Äthiopien, der mit seiner Jesaja-Rolle beschäftigt, aber auch überfordert war. Von wem spricht der Prophet hier, als er Jesaja 53 liest? Und Philippus hilft ihm zu verstehen, dass hier von Christus, von dem Messias gesprochen oder geschrieben steht. Es gibt also eine klare, systematische Unterweisung der Schrift und die ist notwendig und wichtig, um Jesus kennenzulernen. Und genau das ist unser Anliegen auch immer wieder, gerade auch sonntags in den Gottesdiensten. Deshalb versuchen wir, durch Bücher hindurchzugehen. Und deshalb versuchen wir gerade auch das Alte Testament christologisch auszulegen. Es ist ein Auftrag gewesen an die Jünger im sogenannten Missionsbefehl, Matthäus 28, 20. Da heißt es in einem Satz: Und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und das ist dann auch die Praxis der ersten Gemeinde. Apostelgeschichte 2, 42, von den ersten Jüngern heißt es dann, oder der ersten Gemeinde: Sie blieben beständig, als erstes wird genannt, in der Lehre der Apostel. Das war den ersten Christen wichtig. Eine klare und strukturierte, systematische Unterweisung in der Schrift. Also Jesus hat ihnen die Ohren geöffnet. Dann ab Vers 28 kommt es ja zu einem besonderen Abendessen. Sie sind angekommen in ihrem Dorf und laden ihn, es ist schon spät geworden und das gebietet auch die Gastfreundschaft, sie laden ihn zum Essen und Übernachten ein. Aber dann geschieht etwas Merkwürdiges. Als sie dann zu Tisch liegen, übernimmt plötzlich Jesus unaufgefordert die Rolle des Hausvaters, des Gastgebers. Er nimmt das Brot, spricht ein Dankgebet, bricht es und reicht es an sie weiter. Und in diesem Moment gehen ihnen die Augen auf und sie erkennen ihn. Aber im selben Moment ist er auch schon wieder verschwunden. Und sie bleiben allein zurück, aber diesmal mit geöffneten Augen. Das war tatsächlich der Herr. Er lebt. Er ist auferstanden. Er war die ganze Zeit unter ihnen und sie hatten es nicht gemerkt. Ja, wie bei uns auch. Jesus ist immer da. Wir merken es nur nicht immer, haben nicht immer die Augen dafür. Und dann das Herz, die Verse 32 bis 35. Etwas hat sich nun grundlegend geändert. Und sie erinnern sich an die Bibelstunde zurück, die ja noch nicht so lange her ist. Und daran, dass bereits dort ihr Herz angerührt und angesprochen war. Brannte nicht da schon unser Herz, als dieser Fremde uns das Wort Gottes auslegte?
Jesus hatte ihr Herz für die Wahrheit und Wirklichkeit Gottes geöffnet. Und da gibt es auch eine sehr schöne Parallele aus dem Neuen Testament, aus Apostelgeschichte 16, wo die Lydia zum Glauben findet. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu, nämlich der Verkündigung des Paulus und seiner Mitarbeiter. Deren Herz öffnete der Herr, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde, und sie kam infolgedessen zum Glauben. Gott öffnete ihr Herz. So wie er euer Herz geöffnet hat, als ihr zum Glauben an Jesus gekommen seid. Das ist nicht eigener Verdienst. Da hilft kein Dosenöffner, kein Brieföffner, kein was weiß ich Öffner. Da muss Gott durch seinen Heiligen Geist sein Werk tun. Und er gebraucht außer uns Menschen, gebraucht er eben vor allen Dingen sein Wort. Auch du darfst Gott bitten, dass er dein Herz für seine Wahrheit öffnet und empfänglich macht. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen, da wo du auf diesem Gebiet noch verschlossen bist. Und nun hält diese beiden Männer nichts mehr. Obwohl die Nacht bevorsteht, es dunkel wird, machen sie sich auf den Weg zurück nach Jerusalem. Es könnte so eine Art Umkehr, als eine Art Umkehr verstanden werden. Sie kehren zurück in die Jüngergemeinschaft. Übrigens 2 Stunden Minimum. Jetzt sind sie ein bisschen schneller vielleicht unterwegs, nicht mehr mit hängenden Köpfen, sondern mit wehenden Fahnen. Aber das ist für sie wichtig. Jetzt müssen wir zurück und diese Botschaft den anderen mitteilen. Diese Nachricht muss weitergesagt werden. Die Frauen haben tatsächlich recht gehabt. Und dann, das ist allerdings jetzt schon ein Vers weiter, Vers 36, gehört nicht mehr zu unserem Text heute, steht Jesus unter ihnen. Sie sind schon zurück, haben diese Nachricht weitergegeben und die anderen Jünger sagen, ja, wir haben das auch schon mitbekommen und er ist auch schon Simon erschienen. Und dann ist Jesus selber anwesend. Er lebt. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und auch wir sollten uns immer wieder neu auf den Weg machen, um diese fantastische Wahrheit, um diese unschlagbare Botschaft anderen Menschen weiterzugeben, die von ihnen noch nichts gehört habt, die sie vielleicht heute immer noch wie die Jünger am Anfang für Märchen und Legenden halten. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Nun, das Erste, was mir aufgefallen ist, auch Jesu Jünger sind anfällig für geistliche Krankheiten wie Kleinglaube und Entmutigung. Ein zweites, Jesus ist gegenwärtig, auch wenn wir es nicht immer wahrhaben wollen oder wahrhaben können. Und drittens, wir bekommen geöffnete Augen, Ohren und Herzen durch sein Wort und durch Begegnungen mit ihm in unserem Alltag. Und dann, Jesus geht mit uns, auch durch schwierige Zeiten. Gerade dann ist er da, hilft uns und trägt uns hindurch. Und etwas wollen wir auf jeden Fall aus dieser Geschichte mitnehmen und dazu auch gleich noch ein passendes Lied singen. Ihm, diesem auferstandenen Herrn und König, können und wollen wir vertrauen. Dem, der sein Leben für uns hingegeben hat. Gib ihm dein Herz. Amen.